Ja, und am Freitag müssen die Halberstädter noch mal ran im Pokalfinale von Sachsen-Anhalt gegen den 1. FC Magdeburg. Der empfing zum letzten Regionalligaspiel den FSV Zwickau. Immerhin den Tabellendritten. Die Magdeburger in Blau-Weiß zeigten sich aber unbeeindruckt vom guten Tabellenplatz der Zwickauer. Der FCM gleich mit mehreren Möglichkeiten. Hier verpasst Christian Beck das Gehäuse. 3 Punkte wollte Magdeburg unbedingt zum Ligaabschluss. Zunächst die Gastgeber, aber ohne Glück. Die Gäste in der ersten Halbzeit nur selten gefährlich. Zumindest nach Chancen die Magdeburger klar im Vorteil. Und die größte hatte kurz vor dem Pausenpfiff dann Fabio Viteriti. Das hätte doch die Führung sein müssen. Doch es bleibt beim 0:0. Die gut 4000 auf den Rängen trotzdem mit guter Laune und voller Hoffnung. Aber die wollte sich einfach nicht erfüllen. Am Ende fehlte immer die letzte Präzision. Dafür kam viel Farbe ins Spiel. Nach Foul und Kopfnuss gab es für die beiden Seiten gelb. Wobei der Zwickauer wohl damit gut bedient war, denn seine Kopfnuss hätte auch als Tätlichkeit ausgelegt werden können. Kurz vor dem Abpfiff folgte dann auch noch Gelb-Rot. Nach Foul an Beck muss Zwickaus Göbel vom Platz. Die Gäste damit kurzzeitig in Unterzahl, dann war Schluss. Am Ende bleibt es beim 0:0. Insgesamt der Magdeburger Trainer aber zufrieden mit der Saison seiner Jungs. Ich denke mal, mit dem 6. Platz nach Ende der Saison kann man mehr als zufrieden sein für den Weg, den wir ja vorgegeben haben. Wollen uns heute mit dem Sieg noch mal so richtig Feuer unter dem Dach holen für das Pokalfinale. Aber ich denke mal, auch so kann man zufrieden sein. Jetzt freuen sich Fans und Spieler auf dieses Pokalfinale gegen Halberstadt. Und da ist natürlich klar, wer das gewinnt. Ich hoffe, dass wir ganz klar gewinnen und dass wir den Pott hier in Magdeburg lassen. Heute Abend wird natürlich erst einmal gemeinsam Champions League geschaut. Ja, wir haben uns spontan entschlossen, sollten wir hier unentschieden oder gewinnen, fahren wir alle zu Matthias Lieberzeuser. Der hat ein großes Gehöft in Gröningen, Mannschaft mit Frauen, sind wir einfach spontan. Und der eine ist Dortmund-Fan, der andere ist Bayern-Fan. Wir lassen uns überraschen. Wen drücken Sie die da? Bayern, ja. Für Schwarz-Gelb natürlich. Die Sympathien heute geteilt. Am Freitag sind sich dann aber alle wieder einig.